Ganz herzlich willkommen hier am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft zum digitalen Salon, heute zu dem tollen Thema Internet der Sinne. Mein Name ist Jessica und ich forsche hier am Institut zum Thema internetbasierte Innovationen. Und darüber hinaus bin ich aber eigentlich noch eine viel, viel passioniertere Weinliebhaberin. Deswegen bin ich auch hier die Einzige, die schon ein Weinglas in der Hand halten darf. Und das ist jetzt mir zur Aufgabe geworden, euch alle hier zu begrüßen zum Thema Internet der Sinne. Denn was ich letztes Jahr begonnen habe, ist eine Ausbildung zur Sommelier. Und eine der tollsten Erfahrungen, die ich während dieser Ausbildung gemacht habe, war zu merken, wie verbunden eigentlich unsere Sinne sind. Beim Thema Wein natürlich insbesondere der Geruchs- und der Geschmackssinn. Und meine Sommelier-Lehrerin hat immer zu uns gesagt, jeder, der Wein trinkt, schmeckt und riecht und sieht eigentlich das Gleiche. Die Kunst ist aber, das so differenziert wahrnehmen und irgendwie interpretieren und in Worte fassen zu können, dass man dann hinterher natürlich irgendwie was daraus schließen kann. Dann habe ich mich beim Thema Internet der Sinne gefragt, als ich das Thema gelesen habe, was passiert eigentlich, wenn durch digitale Technologien unsere Sinne so erweitert werden, so irgendwie erhöht werden, dass noch völlig neue Erfahrungen möglich sind. Die von euch, die schon mal eine Augmented Reality Brille auf hatten, wissen genau, was es das für ein Gefühl ist, wenn man irgendwie in eine völlig fremde Welt abtaucht und gar nicht mehr weiß, wie die Umwelt um einen herum überhaupt aussieht. Und für mich als Weinliebhaber stellt sich dann natürlich die Frage, wird es irgendwann auch ein digitales Riechen und Schmecken sehen, wo ich vielleicht das Menü gleich zum Wein irgendwie mit dazu probieren kann? Oder was gibt es eigentlich noch für Anwendungsfelder für digitale Technologien im Bereich der Sinne? Und wo sind vielleicht auch die Grenzen und die Gefahren einer digitalen Sinneserweiterung? Da freue ich mich auf ganz viele tolle Antworten heute von unseren Gästen. Und den kleinen Seitenkommentar kann ich mir natürlich als Weinliebhaber nicht verkneifen. Es wird nachher noch einen ganz tollen Weißburgunder aus der Pfalz zu trinken geben. Mit einer ganz feinen, kleinen, milden Säure und Fruchtaromen nach Apfel, Birne und Ananas. Also können Sie gerne dann, wenn Sie alle fertig sind hier mit der Diskussion, nochmal herausprobieren, ob dann auch jeder wirklich die Ananas aus dem Wein rausschmeckt. In diesem Sinne, ganz viel Spaß, Cheers und viel Spaß. Danke. Ja, in diesem Sinne, erstmal Prost. Wir fragen das natürlich nachher ab mit den Aromen, was ihr geschmeckt habt und so weiter. Ja, wir bleiben erstmal noch beim Wasser. Herzlich willkommen, ich bin Katja Weber von D-Radio Wissen. Herzlich willkommen zur Jahresendausgabe des digitalen Salons zum Internet der Sinne. Und ich habe mich heute gefragt, kommt jemand? Und wenn ja, wer kommt? Also dass das Thema Leute interessiert, zeigt dieser Saal, das ist schön. Wer da gekommen ist, wissen wir nicht, aber vielleicht gibt es ja nachher die Möglichkeit, dass ihr mitdiskutiert. Das würde mich sehr freuen, denn ich muss ehrlich sagen, ich stand vor dem Thema ein bisschen wie das Schwein vorm Uhrwerk, aber ihr werdet mir darüber hinweghelfen. Noch so ein paar Bordhinweise, es wird nebenan gestreamt. Wem das hier alles viel zu sehr Sauna und zu kuschelig ist, kann sich drüben in den Sitzungssaal setzen. Bislang sah ich da vorhin zwei Damen sitzen, da ist noch viel Platz. Was nicht heißt, dass ihr gehen sollt, ihr könnt. Wir werden auch gestreamt. Wer uns im Netz sieht, kann unter Hashtag Dicksal reinrufen, rein twittern, was er oder sie meint zu Ananasaromen oder was auch immer. Und dann kann ich euch noch sagen, das hier wird eine Radiosendung, läuft dann als Hörsaal am 18. Dezember, müsst ihr euch nicht merken, sage ich nachher auch gleich nochmal. Sprich, wir diskutieren in etwa so eine Stunde, darf auch länger werden, wenn bei euch da der Bedarf ist. So, ich habe schon gesagt, irgendwie für mich ist dieses Thema relativ fremd. Ich hatte mal eine VR-Brille auf, ich habe mich natürlich vor heute Abend im Netz umgetan, stelle aber fest, mich piept das jetzt alles nicht unheimlich an und stelle auch fest, es gibt Leute, die interessieren sich sehr viel doller dafür. Ich glaube, wir haben drei hier vorne sitzen. Wenn wir heute so denken an Science-Fiction oder an so klassische Science-Fiction-Bilder, Wesen, Lebewesen, Menschen der Zukunft, dann sind es ja ganz oft welche mit so riesigen Augen, was mir einleuchtet, weil wir ja in der Tat uns darauf konditionieren, ganz viel über den Sehsinn wahrzunehmen. Ich gucke mir irgendwelche Do-it-yourself-Sachen auf YouTube an und vor allen Dingen konsumiere ich visuelle Informationen, also lese oder nehme andere Zeichen wahr. Was ich eben auch spannend finde, ist das, was die Vorrednerin vorhin schon gesagt hat, dass wir ja heute auch, mal gucken, ob wir dahin kommen, noch über ganz anderes reden, also über das neue Sehen, aber auch über Hören, Tasten, Fühlen, Riechen, Schmecken. Gucken wir mal. So, wir haben drei Menschen hier, die sich damit beschäftigen, zudem ja euch alle. Ihr passt alle nicht gleichzeitig hier drauf, aber wer was kommentieren möchte, nachfragen möchte, kann das aus dem Saal tun. Da bräuchten wir dann Handzeichen, ein energisches am besten. Oder aber du oder ihr kommt nacheinander hier nach vorne und diskutiert mit.
Das wäre schön. Ansonsten kann ich euch Julian Adenauer vorstellen. Er hat Mechatronik studiert. Dann, glaube ich, bist du relativ rasch abgebogen ins Ungewisse oder Richtung Kunst mal im weitesten Sinne. Bastelt an der Schnittstelle, an der sich Kunst, Design und Technologie berühren. Im Netz habe ich ein Projekt von dir oder von euch, du arbeitest ja meistens in Kooperationen, gesehen. Sieht aus wie so ein Scheibenwischroboter, also der so die Scheiben hochgeht und sauber macht. Der macht aber genau das Gegenteil. Der malt und zeichnet. Der macht die schmutzig und macht Kunst und malt bunte Streifen drauf. Du hast das Retune Festival gegründet, wo genau solche Projekte entstehen, entwickelt werden, gezeigt werden und unterrichtest Creative Coding, vielleicht auch noch was, wo wir drauf zu sprechen kommen. Neben mir sitzt Michael Gäbler, Neurowissenschaftler, unter anderem am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Also du bist der, der sagen kann, wie das irgendwie zwischen den Ohren funktioniert, was wir da wahrnehmen. Insofern auch so eine Art Schnittstellenforscher. Also du untersuchst, wo und wie gibt es Wechselwirkungen zwischen Psyche, Gehirn und Körper. Dabei geht es, Logo, um Sinneserleben, um subjektives, um gefühlsmäßiges Erleben. Und ich habe im Netz Arbeiten von dir gefunden zum Thema Stress. Da kommen solche Aspekte ja zusammen. Oder auch Arbeiten zur Frage, wann gesunde und wann kranke Umgebungen als real oder irreal empfinden. Da kommen wir bestimmt auch drauf zu sprechen. Nämlich zum Beispiel auch mit Johanna Lange, elegante Überleitung, Lehrbeauftragter an der TU Berlin im Bereich Medienwissenschaft. Du arbeitest an deiner Dissertation zum Thema Augmented und Virtual Reality. Sprich, du tüftelst auch genau an diesen Fragen, an diesen Schnittstellen oder Berührungspunkten aus der medienwissenschaftlichen Perspektive heraus. Ich habe gesehen, du gibst auch einige Lehrveranstaltungen genau auf dieses Thema fokussiert, und ich glaube, ein Stichwort, das heute Abend fallen wird, ist Immersion. Jetzt würde ich euch alle drei gerne erstmal im Schweinsgalopp fragen, was war die letzte umwerfende, immersive Erfahrung? Also wo hast du wie deine Sinne ausgedehnt, Johanna? Da muss ich erstmal gut überlegen. Immersive Erfahrungen kann man da tatsächlich auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen machen. Wirklich im Gedächtnis geblieben ist mir tatsächlich das Ausprobieren der Oculus Rift. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Da hatte ich wirklich das erste Mal das Gefühl, vollständig in so eine mediale Umgebung tatsächlich immersiert zu sein. Auch wenn die Grafik noch unglaublich schlecht und pixelig war, aber dieses Gefühl, mich wirklich in diesem Raum umdrehen zu können. Was war das für ein Raum? Wo warst du? Es war eigentlich nur eine ganz kleine Demo-Version bei uns an der TU im Mathe-Lab, die damit experimentiert haben. Verschiedene Bilder, die gewechselt haben, eine Stadtansicht, ein Hochhaus, auf dem ich stand. Aber dieses Gefühl, wirklich den Kopf in alle Richtungen drehen zu können, und ich sehe immer was anderes, und es ist irgendwie, meine Blickrichtung passt sich an. Und das war auf jeden Fall sehr beeindruckend, bis hin, dass am Ende, ich saß auf einem Stuhl, und auch in dieser Umgebung saß ich auf einem Stuhl, eben auf diesem Hochhaus, und ganz am Ende kippte das Ganze, es schwankte und kippte, und ich fiel dann quasi mit diesem Stuhl runter, und das hat auf jeden Fall ein flaues Gefühl in meinem Magen verursacht. Aber auch ein tolles Buch kann das auf jeden Fall erzeugen, natürlich mehr mit Hilfe der Vorstellungskraft, dann mit Hilfe der Imagination, aber auch da kann man ja wirklich das Gefühl haben, wow, ich bin mittendrin, und das habe ich definitiv auch schon sehr häufig erlebt. Versuchen wir uns gleich noch dran, diesen Begriff ein bisschen genauer einzukreisen und abzuzirkeln und zu unterscheiden von anderen Mediensparten, Mediennutzungen. Michael, du hast jetzt so genickt bei der Beschreibung des kippligen Stuhls auf dem Hochhaus. Warst du da auch gesessen, oder was hat dich aus den Latschen gehauen? Da war ich tatsächlich auch schon gesessen. und das ist eine sehr beeindruckende Demo der Oculus. Aber weil ich noch irgendwie mit mehr Nachdruck genickt hatte, war gerade diese Geschichte oder gerade dieser Aspekt, dass eine Geschichte genauso immersiv sein kann wie irgendein technologisches Gadget, dass das auf jeden Fall eine der Sachen ist, die, auch wenn sie mich in meiner täglichen Forschung nicht so richtig betrifft, auf jeden Fall im Alltag eine große Rolle spielt. Also ich war in einer technischen Immersion, war ich genauso beeindruckt von diesen neuen Head-Mounted Displays, also diesen Virtual Reality Brillen, die alleine mit einfachsten Mitteln es schaffen, einen in so eine künstliche Umgebung zu versetzen. Andererseits muss ich sagen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was die letzte immersive und flashige immersive Erfahrung war, dann war es garantiert irgendeine Serie oder irgendein Film, der mich irgendwie berührt hat. Und es war potenziell sogar eine körperlichere oder irgendeine psychologischere Erfahrung als
das technische Vorgaukeln einer künstlichen Realität. Gut, dann müssen wir das von dir noch wissen. Wo hat es dich umgehauen? Ich habe vor ein paar Monaten zum ersten Mal eben auch so eine Oculus angehabt, die so einen, einen zusätzlichen Sensor vorne drauf hatte, der die Finger erkennt. Mhm. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil man auf einmal mit dieser virtuellen Realität nämlich nicht nur, konnte sich nicht nur angucken, sondern tatsächlich Dinge mit den Händen so greifen. Also ohne, dass was man... Was denn zum Beispiel? Was, hast was du drauf hatte. Tatsächlich war das von der Grafik, das war ein super Demo-Dings. Mhm. Also überhaupt eigentlich nicht wirklich kein tolles Demo. Es waren so Bauklötze, mit denen man so rumwerfen konnte. Aber trotzdem hat es sich deshalb so beeindruckt, weil es einfach so natürlich funktioniert hat. Mhm. Weil, also ich meine, man kennt das ja von der HTC Vive, die hat ja dann auch so Handteile eben dabei. Also das ist so ein anderes Headset. Ich weiß nicht, wie gut sich das Publikum jetzt jeweils so auskennt. Auf jeden Fall war es für mich halt so beeindruckend, dass man eben wirklich das anfassen kann. Man kann es natürlich nicht fühlen, aber trotzdem halt anfassen, rumwerfen, fand ich schon super. Das heißt, du konntest da mit Bauklötzen einen Turm bauen? Oder ja, sowas? Man konnte auch Bauklötze irgendwie erzeugen, indem man irgendwas gemacht hat. Mhm. Und, ach genau, ich glaube, man musste, wenn man so gemacht hat, konnte man neue Bauklötze irgendwie erzeugen und die dann so, also nicht so, klingt nicht so toll, aber war eh ziemlich cool. Okay, jetzt haben wir über diesen Begriff Immersion gesprochen und ihr beide habt schon gleich gesagt, dafür brauchen wir nichts, was strombetrieben ist. Das haben wir unter Umständen auch, wenn wir ein Buch lesen oder du sagtest, wenn wir einen Film gucken. Aber dennoch ist mein Eindruck, dieser Begriff Immersion, den gebrauchen wir erst, seit wir über VR-Brillen und so weiter reden. War das vorher kein Interesse der Medienwissenschaft zu gucken? Wie geht die Katja Weber ab, wenn sie Anna Karenina liest und da das Heu gemäht wird, so dass ich höre, wie die Sensen durch die Luft zischen? Also war das kein Thema, was jemals untersucht wurde? Das wurde schon untersucht, aber in der Regel mit anderen Begrifflichkeiten. Also das, was wir in der Literatur haben und heute eben auch zum Teil als Immersion beschreiben, wurde da eher unter diesem Begriff der Transportation zum Beispiel gefasst. Und da gibt es auf jeden Fall auch in der Literaturwissenschaft eine breite Sparte, die sich damit beschäftigt, was passiert beim Leser, zum Beispiel emotional. Es gibt sowas wie das Paradox of Fiction. Damit ist gemeint, dass man, obwohl wir wissen, dass das, was wir lesen, dass es Fiktion ist, dass es nicht wirklich ist, trotzdem emotional reagieren. Und wenn eine Figur stirbt, beispielsweise weinen, und das bezeichnet man eben als Paradox of Fiction, weil es ein paradoxales natürlich Erleben ist. Und da gibt es eben schon Forschung. Aber tatsächlich mit diesen Begriffen Präsenz und Immersion wird eigentlich erst gearbeitet, seit in den 90er Jahren es diesen ersten großen Virtual Reality Hype gab. Mhm. Da gab es das erste Mal wirklich diese technischen Entwicklungen und große Visionäre, große Pioniere, gerade in den Staaten, die damals schon gesagt haben, das ist das nächste große Ding und die gehofft haben, zusammen mit der Entwicklung des Internets werden wir uns alle bald im Cyberspace bewegen. Mhm. Und da kam es eben auf, sich vorzustellen, dass man tatsächlich in so einen medialen Raum reingeht, dass man sich da trifft mit anderen, dass man so diese ersten Visionen, die man eben vom Internet tatsächlich hatte, dass man sich in dieser Welt trifft und das hat man dann eben mit Präsenz beschrieben. Und lässt sich diese Intensität von Präsenz oder von immersiver Kraft messen? Gibt es dafür sowas wie eine Skala oder ist das immer individuelles Empfinden, was vielleicht bei dir verfängt, funktioniert bei Michael gar nicht? Da kann Michael bestimmt gleich mehr dazu sagen. Also es gibt auf jeden Fall Versuche, das zu messen. Das ist aber extrem schwer. Einerseits gibt es so Fragebögen, die dann die Probanden ausfüllen. Und dann sollen sie eben wirklich selber beschreiben, wie haben sie jetzt gerade diese mediale Umgebung erlebt. Aber das ist natürlich bei subjektiven Beschreibungen immer extrem schwer, da eben auf objektive Ergebnisse zu kommen. Und das irgendwie, da wirkliche Erkenntnisse draus zu ziehen. Es gibt dann Versuche, körperliche Reaktionen zu messen, das Stresslevel zu messen, Hautwiderstände zu messen, fangen die Leute an zu schwitzen, geht der Puls nach oben, reagieren sie tatsächlich in dieser Umgebung, wie sie in der Realität auf was Erschreckendes oder Spannendes reagieren würden. Stühle auf Hochhäusern zum Beispiel. Ja. Und trotzdem ist es aber schwer, wirklich ganz konkret das Präsenzempfinden zu messen, weil wirklich auch jeder Benutzer anders reagiert. Der eine kann die Vorstellungskraft dabei stärker aktivieren, die Skepsis stärker zurückstellen. Jemand anderes wehrt sich innerlich dagegen und kann auch in einer ganz toll simulierten Welt nicht vergessen, dass es alles nicht echt ist, vergisst sozusagen das Head-Mounted Display nicht und kann sich nicht darauf einlassen. Bringt uns dann der Begriff überhaupt was oder wollen wir den gleich aussortieren? Nee,
Den brauchen wir auf jeden Fall. Wofür denn dann, wenn das alles so stark subjektiv ist und auch nur eine graduelle Verschiebung zu der Mediennutzung, die wir vorher hatten? Na, eigentlich ist es ja genau wie jeder andere psychologische oder subjektive Begriff. Und manche, eigentlich ist das genau der Kern, zumindest was ich verstehe, was der Kern der Forschung, die ich mache, nämlich zu gucken, wie lassen sich subjektive Phänomene objektiv messen. Mhm. Das ist so genau der Teil der biologischen Psychologie. Und da ist der allererste Ansatz natürlich erstmal zu versuchen, irgendwie ein Wort dafür zu finden. Mhm. Dann versuchen, das aufzudröseln durch Fragebögen. Das ist so die gängige, für all diejenigen, die Psychologie studieren. Es tut mir leid, wenn ich redundante Sachen erzähle oder langweilige Sachen erzähle. Dann Fragebögen zu entwickeln, indem man irgendwie so einen Schrotflintenartig 50 Fragen stellt und dann gibt man das 1000 Menschen, nachdem sie irgendwie einen 3D-Film im Kino geguckt haben. Dann guckt man, welche Fragen hängen stärker miteinander zusammen und versucht es dann einzudampfen auf einen Kurzfragebogen, idealerweise, der dieses Phänomen des sich hineinversetzens oder diese Illusion der Präsenz irgendwie versucht, erstmal durch Selbstbericht zu messen, um dann danach so den Werkzeugkasten der physiologischen Maße aufzumachen und versuchen, irgendwelche peripherphysiologischen Marker wie irgendwie Hautleitwiderstand oder Herzfrequenz oder Herzfrequenzvariabilität oder Ähnliches oder dann eben so die Königsklasse, sage ich mal, als Neurowissenschaftler der Gehirnaktivierung mit diesen selbstberichteten Präsenzwerten in Verbindung zu bringen. Und wie weit seid ihr oder bist du in dieser Arbeitsplatzbeschreibung oder in dieser Anordnung und Abfolge von Studien? Auf jeden Fall so, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass mein Job irgendwann redundant wird, weil wir noch extrem weit davon entfernt sind. Auch vor allem solche komplexen Phänomene, subjektiven Phänomene wie Präsenz oder Immersion perfekt objektiv zu messen. Mhm. Und du denkst aber, das ist ein Ziel, dem man sich annähert und sich annähern wird. Das ist eine Aussage. Genau, so wie jedes andere psychologische Phänomen auch. Mhm. Ja. Julian, jetzt hast du auf eurem letzten Festival im Oktober zwei Sektionen gehabt, die durchaus genau mit dem zu tun haben oder wie Fußnoten sind zu dem, was wir hier besprechen. Das eine war überschrieben mit Exploring the Opportunities of Storytelling in Virtual Reality, das andere Extending Bodies and Senses, damit wir mal eine Vorstellung bekommen, was wurde da gezeigt oder ausprobiert. Genau, also wir hatten tatsächlich insgesamt vier Themenbereiche in diesem Jahr. Zwei davon waren eben genau Virtual Reality. Eins ging eben um Körpererweiterung, dann gab es noch zwei andere. Da ging es eher um 3D-Druck und Produktion. Wie kann man als Kreativer heute vielleicht auch kleine Serienproduktionen machen? Und das vierte war künstliche Intelligenz, weil da eben auch sehr viele spannende Sachen passieren, eben nicht nur bei Google und Amazon, sondern eben auch, was angeht, was man eben damit künstlerisch Kreatives machen kann. Genau, aber um auf die zwei Themen zurückzukommen, die du angesprochen hast, ging es um Körpererweiterung. Zum Beispiel hatten wir Marco Donnarumma da, der macht jetzt, glaube ich, seinen Postdoc auch an der TU, aber der kommt eher aus dem Sound-Bereich und er beschäftigt sich eben damit, wie er mit der Maschine eine Symbiose bilden kann, um Sounds zu generieren. Also er macht solche Performances. Tatsächlich war das bei uns so, wir hatten einen Kirchenraum für seine Performance unter anderem und er kniet quasi auf dieser Bühne drauf, so, ich zeig das mal so, sieht jetzt niemand, und er hat einen sehr tätowierten Rücken. Das heißt, man sieht tatsächlich, er hat nur so einen LED-Streifen vor sich, man sieht nur diesen tätowierten Rücken. Also tatsächlich versteht man auch nicht, dass das ein Mensch ist, wenn man da erstmal reinkommt. Mhm. Auf jeden Fall bewegt er sich und hat hier solche Sensoren, die sowohl die Muskelaktivität messen, als auch die Klänge, die die Muskeln dabei machen. Mhm. Und das geht eben an einen Computer, der daraus wieder Sounds generiert und er bewegt sich dazu eben wieder. Das heißt, ich höre die Muskeln arbeiten. Ja, sehr verzerrt und sehr verstörend insgesamt. Okay, vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wie kamen wir jetzt dahin? Dann durch die Frage, was ihr da gezeigt habt. Ein tolles, super Projekt. Eine andere Sache, was wir gezeigt haben, ist, was passt denn da am besten? Ich erzähle was von dem Jahr davor. Da waren die Leute vom Be Another Lab da, die waren auch dieses Jahr da. Tatsächlich habe ich aber dieses Jahr das Projekt nicht wirklich gesehen, weil zu viele andere Sachen waren, immer. Das Be Another Lab beschäftigt sich eben damit, wie man
Körper tauschen kann mit anderen Menschen durch diese neuen Medien. Mhm. Und zwar funktioniert das so, es setzen sich zwei Leute eben so eine Virtual Reality Brille auf und zusätzlich haben die auch eine Kamera da dran. Und was dann passiert ist eigentlich, dass ich nicht mehr sehe, was ich sehe, sondern sehe, was du siehst und du siehst, was ich sehe. Mhm. Und das wird dann spannend, wenn wir dann gleichzeitig dieselben Bewegungen machen. Das heißt, wenn wir beide, die machen dann so Choreografien mit den Leuten, also es geht nicht um Tanzen, sondern einfach nur gleichzeitig die gleichen Dinge tun. Wenn wir uns dann gleichzeitig beide an die Oberschenkel fassen, ist das sehr, sehr beeindruckend deshalb, weil ich dann andere Hände auf anderen Oberschenkel sehe, aber in dem Fall auf deinen, aber das trotzdem spüre. Mhm. Und das wird dann auch noch spannender, wenn wir uns beide ausziehen. Mhm. Diesen Clip gibt es im Internet zu sehen, wo dann halt die Frau an sich runterguckt, genau, und der Mann, ja, ja, an sich, und die sehen naturgemäß dann ausgezogen was anderes. Ja. Eigentlich hättet ihr auch schon die Möglichkeit haben sollen, gegenüber, also wenn ihr hier über das heute verregnete Sonnendeck geht, genau diese Brillen auszuprobieren, mhm, und diese Anwendung auszuprobieren. Da hat aber technisch irgendwas nicht geklappt. Ich glaube, ihr könnt das im Anschluss an die Veranstaltung machen. Das ist immer machen. So mit der Technik. Ja. Fangt nicht an, so ein Festival zu machen. Das funktioniert immer alles nicht. So. Nee, bei uns funktioniert immer alles. Aber bei den anderen. Aber das ist immer sehr viel Arbeit, will ich damit sagen. Aber wozu würdest du denn sagen, eignet sich das besonders gut, also um journalistische Formate zu entwickeln, um künstlerische Formate zu entwickeln, um wem was zu erzählen? Also kann man da, wir haben ja gerade gesagt, wir sind schon allein bei der ganzen Messbarkeit, bei der Begrifflichkeit noch dabei, die Instrumente zu schärfen, mhm, aber siehst du schon eine Richtung, in die sich das bewegt? Jetzt, wo du journalistisch sagst, fällt mir noch ein, noch was anderes ein, was wir dieses Jahr gezeigt haben. Und zwar war der Karim Ben Khalifa da, der ist relativ bekannter Fotograf, macht so für Berichte eben aus Kriegsgebieten ganz viel, für die New York Times vor allem, glaube ich. Und der hat jetzt ein neues Projekt, wo er sich eben auch mit Kriegsparteien beschäftigt und hat solche Interviews gemacht mit zum Beispiel mit einem israelischen Soldaten und mit einem palästinensischen Soldaten, mhm, und hat die interviewt, hat die aber nicht nur mit einer normalen Kamera gefilmt, sondern mit so einer 3D-Kamera. Und was er dann macht, er stellt die sich gegenüber in einen virtuellen Raum und er macht das mit diesem von Google gibt es so ein Tablet, das so auch so 3D-Informationen lesen kann. Ist es Project Tango, glaube ich, heißt das. So, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall kann er damit halt durch den Raum laufen und man sieht dann diese Personen auf dem Tablet da stehen und reden. Und die stehen sich aber dann halt so gegenüber, diese zwei Kriegsparteien, die nie in einem Raum zusammen wären. Seine Idee oder sein Ziel ist eigentlich, durch diese neuen Technologien die Leute wieder so ein bisschen menschlicher zu machen. Also das wieder auf einzelne Personen und auch auf die Verletzlichkeit der einzelnen Personen irgendwie runterzubrechen. Und die beiden, was machen die dann? Die gucken sich an oder reden? Ja, die interagieren nicht miteinander. Die sehen sich ja auch nicht. Okay. Aber er zeigt das dann auch wieder den Leuten. Das Projekt, damit fängt er eben gerade an. Ich habe natürlich seinen Vortrag auch nicht gehört, deswegen weiß ich nur die Hälfte, weil ich ja immer Sachen organisieren muss. Aber ist total spannend. Dann halten wir mal als Merkposten vielleicht fest, das Thema Empathie. Das scheint eins zu sein, auf das wir noch zu sprechen kommen sollten. Aber ich würde dich, Michael, gern vorher noch mal fragen. Ich glaube, einer oder eine von euch beiden sprach es vorhin auch schon an, dass Menschen gerne mit Übelkeit aus 3D-Filmen rauskommen. Ich hatte mal so eine VR-Brille ausprobiert und hatte danach nicht Kopfweh, das habe ich von anderen gehört, sondern einfach Schwierigkeiten, Entfernungen, also als ob das eine Auge sehr nah sieht und das andere weit und da oben finden die nicht zusammen, also hatte Schwierigkeiten, mich räumlich zu orientieren. Ist das jetzt einfach eine Gewöhnungsfrage? Also bin ich noch nicht in der Lage, die technischen Gadgets mit mir zu synchronisieren? Oder müssen solche Entwicklungen sich sowieso quasi an meine Hardware anpassen, an das, was ich leisten kann? Mhm. Also diese Cybersickness ist auf jeden Fall eine Kernfrage, die, glaube ich, diesen ganzen Techniken entgegen... Wie heißt meine Frage? Die Cybersickness, also genau dieses Gefühl, vielleicht nicht genau dieses, dass deine Augen irgendwie danach Probleme haben zu fokussieren, sondern eher so dieses, wenn man so eine virtuelle Realitätsbrille, darf ich eine Umfrage machen und fragen, wer eigentlich sowas schon mal auf hatte, vielleicht um irgendwie, egal ob es irgendwie Samsung VR oder Cardboard oder HTC Vive oder Oculus, okay, so, also ungefähr drei Viertel. Und Gegenprobe, wer weiß gar nicht, wovon die hier reden?
Okay. Ja. Und wie vielen wurde schlecht, als ihr das aufhattet? Also irgendwie so, dass ihr nach 10 Minuten keine Lust mehr habt, hattet, das aufzuhaben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, also auf jeden Fall ist es so aus der, also ohne jetzt irgendwie Entwickler zu sein, scheint es eine der großen Hürden zu sein, diese Cybersickness oder genau dieses Unwohlsein, nachdem man diese Brille aufhat, in der Zukunft irgendwie abzuschaffen oder zumindest zu mindern. Da gibt es auch nicht mal eine richtige wissenschaftliche Erklärung dafür, woher das kommt, sondern es gibt viele Puzzleteile, die unter anderem damit zu tun haben, dass natürlich trotzdem immer noch das alles ein Handy-Display ist, der einem vor die Augen geschnallt ist und nicht tatsächlich eine echte Tiefenwahrnehmung da stattfindet, sondern einfach nur eine vorgegaukelte Tiefenwahrnehmung. Dann gerade solche Sachen, dass wenn man in den ersten Oculus-Demos gab es immer irgendwie diese Toskana-Demo zum Beispiel, wo man irgendwie dann mit, wenn man sich durch diesen virtuellen Raum bewegt, mal eben mit Pfeiltasten oder mit der Maus dann in so ein toskanisches Gebäude navigiert und dann da die Treppen hochrennt oder runterrennt, was dann häufig dazu führte natürlich, dass die, was der Körper tatsächlich macht, nämlich in einem Schaukelstuhl oder in einem Bürostuhl zu sitzen, total abweicht davon, was das visuelle System sehr überzeugend im Fall der Immersion wahrnimmt und es dann dazu solchen Ungereimtheiten kommt, die der Körper potenziell mit Unwohlsein dann beantwortet. Eine andere Sache, die in meiner Erfahrung auf jeden Fall der Fall ist, ist gerade das auch dieses, was Julian auch schon angesprochen hatte, dass wenn man, was die ganz große Sache ist und die auch jeder, der schon mal so eine HMD auf hatte, garantiert weiß, ist, dass wenn man an sich runterguckt, man entweder nur einen nicht sieht oder einen schlecht gerenderten Avatar, der potenziell auch noch statisch ist und eben auch nicht die echte propriozeptive Information zurückgibt, die das visuelle System erwartet. Auf jeden Fall, dass ein Schritt, diese Cybersickness zu überkommen, auf jeden Fall zu sein scheint, dass man zumindest seine Hände in oder eine echte interaktive Komponente, zum Beispiel mit der HTC Vive. Also oder die eben genannten Bauklötzchen. Also zumindest die Interaktion, so dass man eine echte körperliche Bewegung hat, bei der propriozeptive Informationen an das Gehirn. Was war das nochmal fürs nächste Scrabble-Spiel? Entschuldigung. Die Propriozeption ist das Hineinhorchen in den Körper, dass wenn ich eine körperliche Bewegung mache, eine motorische Bewegung, dass ich nicht nur gucke, wie bewegt sich mein Arm, sondern meine Muskeln und mein gesamtes Skelett schicken auch Informationen über den momentanen Zustand meines Körpers im Raum immer ans Gehirn und es wird immer abgeglichen, zum Beispiel wie meine geplante, hier zum Beispiel meine geplante Bewegung, um irgendwas in die Hand zu nehmen und mir ein Glas Wasser einzuschütten, übereinstimmt mit dem, was ich sehe. Und das Problem ist bei der Übelkeit, bei Unwohlsein, dass meine tatsächliche physiologische Anordnung im Raum nichts zu tun hat mit Johanna auf dem Hochhaus oder so oder mit mir in der Tiefsee. Genau, das ist so ein Puzzleteil, was angenommen wird, dass es eine Rolle spielt bei diesem Unwohlsein, das durch die bisherigen recht eingeschränkten virtuelle Realitätsaufbauten so entsteht. Habt ihr das gesehen bei der CES, also dieser Consumer Electronics Show in den USA, haben die, glaube ich, letztes Jahr so ein Ding präsentiert, das war so eine Firma, das ist wie so ein Laufstall, in dem man so in der Mitte so festgemacht ist und unten ist so, weiß ich nicht, so eine halbrunde Fläche, auf der man läuft und man hat so spezielle Schuhe an, mit denen man rutscht. Man läuft also in dieser Halbschale und rutscht eben die ganze Zeit und kann eben quasi unendlich laufen nach vorne, also ein bisschen komisch halt, aber und das angeblich funktioniert das und man wird einem wird dann weniger schlecht, wenn man damit rumläuft, aber es sieht super, super albern aus, wenn man sich von anderen aus anguckt. Na gut, also Menschen mit einer VR-Brille sehen jetzt auch nicht unbedingt beschlecht aus, dann ist da noch unten was und da wird dann im Grunde das synchronisiert, was du gerade als Diskrepanz beschrieben hast. Ich hatte mich gefragt, es gibt ja dieses, wie ich finde, ausgezeichnete Sachbuch Geschichte der Eisenbahnreise. Die Eisenbahn kam und die Menschen dachten, oh Gott, alle sterben an Hirnerweichung, Männer werden impotent, Frauen auch. Und alles jenseits von einer Pferdestärke kann der menschliche Organismus nicht verarbeiten. Und wir stellen fest, wir können tatsächlich in relativ schnellen Eisenbahnen jetzt unterwegs sein und haben damit kein Problem. Also spielt dieser Faktor Gewöhnung da vielleicht dann perspektivisch auch noch eine Rolle oder ist tatsächlich das Problem, wie von dir eben beschrieben? Ich weiß nicht, Johanna, ob da die Medienwissenschaft drauf rumkaut. Ja, man gewöhnt sich auf jeden Fall sehr stark an neue
mediale Erfahrung. Das ist ja auch passiert, als der Filmschnitt eingeführt wurde. Es war erstmal was total Unnatürliches, eine Szenenabfolge, irgendwie einen Verlauf in der Zeit darzustellen, indem man völlig unterschiedliche Szenen aneinander schneidet. Und daran hat man sich auch gewöhnt. Heute ist es natürlich das Natürlichste von der Welt, einen Film zu schauen und zu wissen, okay, die Kameraperspektive springt, das soll mir jetzt einfach denselben Raum aus einem anderen Blickwinkel zeigen. Und man muss nicht jedes Mal darüber nachdenken, warum bin ich nicht mehr an dem Ort, an dem ich eben gerade noch war. Und keiner läuft aus dem Kino raus, wenn ein fahrender Zug gezeigt wird. Genau, niemand erschreckt mehr vor dem einfahrenden Zug, egal ob das jetzt ein Mythos war oder nicht. Aber da gibt es auf jeden Fall Gewöhnungseffekte. Und kurz mit dem Schnitt, glaube ich, man muss aber auch gewisse Regeln beachten, damit das funktioniert. Ne? Vielleicht muss man diese Regeln auch mit der Zeit lernen. Also ich meine, es gibt ja immer das mit dem Achssprung im Film, also dass man nicht jemanden erst von der einen Seite filmen darf und dann irgendwie von der anderen, dann ist man total verwirrt. Oder dass jemand, wenn er aus einem Raum rausgeht in der einen Szene, rechts aus dem Raum rausgeht und dann links wieder reinkommen sollte, sonst ist es irgendwie auch verwirrend, dann denkt man automatisch, er wäre zurückgegangen. Vielleicht muss man für die VR solche Basisregeln irgendwie auch erstmal finden, was ist erlaubt, was geht, was nicht. Definitiv, garantiert. Und einerseits gewöhnt man sich eben daran, in dieser Welt zu agieren, andererseits entwickelt man aber auch ein Medialitätsbewusstsein. Es gibt ja immer diese Angst, gerade wenn von Virtual Reality die Rede ist, dass irgendwann alles so realitätsnah dargestellt wird, dass wir Realität und Virtualität nicht mehr unterscheiden können. Das war in den 90er Jahren ein großes Thema, was dann in so Filmen wie eben Matrix kulminiert ist, wo das Ganze thematisiert wurde, und die Ängste gibt es auf jeden Fall heute immer noch genauso. Also sowohl Utopien, wie toll das wäre, als auch Dystopien, wie schrecklich das wäre. Aber Mediennutzer entwickeln auf jeden Fall eine Medienkompetenz und achten dann eben sehr stark darauf, ist es realistisch, welche Sinne werden angesprochen, und da sind wir dann auch mittlerweile beim Thema der Sinne. Auch in der virtuellen Realität ist es eben noch lange nicht möglich, dass alle Sinne wirklich korrekt angesprochen werden, dass man taktiles Erlebnis hat und haptisches Feedback, wenn man Oberflächen anfasst. Und so überwältigend solche Erlebnisse im ersten Moment sind und vielleicht uns wirklich ins Wanken bringen und das flaue Gefühl im Magen machen, je häufiger man damit Kontakt hat, desto eher fällt einem dann natürlich wieder auf, okay, ich spüre den Wind in meinem Gesicht nicht, es ist doch eben eine mediale Erfahrung und keine echte, und wir sind noch weit davon entfernt, dass es da irgendwelche Verwechslungen geben wird. Jetzt würde ich von euch natürlich gerne wissen, ob vielleicht von euch jemand Erfahrungen im Umgang mit berichten möchte oder ob es einfach Fragen gibt bis hierher. Möglicherweise beschäftigt ihr euch ja nicht nur als Konsumenten damit, sondern seid dabei, Codes zu entwickeln, wie virtuelle Räume zu strukturieren sein, um sich in denen wohlzufühlen und auszukennen. Ihr tut euch das hier einfach so rein, hier vorne. Dann frage ich dich, Julian, da ihr ja genau in der Ursuppe eigentlich arbeitet mit dem Festival, gibt es da Bestrebungen, sich auf Codes zu verständigen, oder wäre das im Jahr 2016 viel zu früh, weil die technologische Entwicklung noch in alle Richtungen davon springt und man das nicht gleich wieder alles eintüten kann? Was für Codes meinst du? Also, so, also du hast ja gerade selber gesagt, wir haben gelernt, Filme zu konsumieren. Wir verstehen, wie die gemeint sind, wenn ich dich erst von da sehe und dann von da. Ja, klar. Tatsächlich finde ich würde ja eher so normieren und so, finde ich ja auch eher so langweilig. Ich bin ja eher immer, finde es ja immer eher spannend, wenn so Sachen aufgebrochen werden und erstmal, also viel ausprobiert wird. Und ich glaube, das wird gerade ganz viel, also weil eben diese Headsets und diese ganzen Sachen eben relativ günstig werden oder erschwinglich, so dass man damit experimentieren kann. Da versuchen gerade ganz viele Leute eben ganz viele Sachen. Und das finde ich gerade einfach super spannend zu sehen, was da so passiert. Wir hatten auch jemanden beim Festival dieses Jahr, was ich auch witzig fand, der hat den Leuten eben nicht solche Headsets angezogen, sondern so kleines, halbtransparentes Papier quasi vor die Augen gepackt und sie dann anprojiziert. Und das funktioniert auch. Ich hatte leider auch da keine Gelegenheit, das auszuprobieren. War zufällig irgendjemand beim Festival und hat irgendwas gesehen dort? Mist, ich weiß immer nichts. Und was sollte denn diejenige sehen? Oder sehe ich was, die ich denen betrachte? Nee. Du siehst schon selber was. Ja, du siehst schon selber was. Und ich glaube, das ist ziemlich verrückt.
Ich kann es nicht beschreiben. Wir werden das nächste Jahr kommen müssen, um uns das anzugucken. Entschuldigung, ich kann es nicht genau beschreiben, ich weiß es auch nicht. So, jetzt reden. Aber das Experimentieren finde ich so wichtig, das wollte ich eigentlich sagen. Mit so einem neuen Medium muss man erstmal umgehen lernen und man muss eben genau erstmal herausfinden, was sind so die Möglichkeiten, wie erzählt man so eine Geschichte, wenn der Kameraframe wegfällt, wie funktioniert das überhaupt? Und da machen sich die ersten Leute gerade Gedanken drüber und probieren das aus, aber da ist noch nichts fest. Okay, also könnt ihr alle noch mittun. Wenn wir jetzt über virtuelle Realitäten reden, vielleicht sollten wir uns dann erstmal darauf verständigen, was meinen wir denn oder was meint ihr denn, wenn ihr von Realität sprecht? Anyone? Johanna? Schon Realität ist ja ein wirklich schwieriger Begriff, der in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall sehr ins Wanken geraten ist. Also in der Wissenschaft hat sich eigentlich so ein bisschen die Erkenntnis oder das Einvernehmen dazu durchgesetzt, dass es die eine Realität ja gar nicht gibt, sondern beziehungsweise ja, jeder seine eigene Realität ein Stück weit konstruiert, was wir in der Geisteswissenschaft als konstruktivistische Sichtweise bezeichnen. Es gibt natürlich irgendwie Strukturen da draußen in der Welt, aber wir nehmen alles durch unsere Sinne wahr und unser Hirn macht dann irgendwas draus. Also die Reize treffen auf unsere Haut, auf unseren Körper, das wird umgewandelt in elektrische Impulse und irgendwas konstruiert dann das Gehirn draus und das kann bei jedem anders aussehen. Letztes oder vorletztes Jahr gab es große Diskussionen darüber, ob ein Kleid im Internet blau-schwarz oder weiß-gold ist. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass wir überhaupt nicht sagen können, wie unterschiedlich wir die Realität wahrnehmen. Und damit wird halt dieser harte Begriff von Realität, dass die gibt es da draußen, wir müssen nur hingehen und sie entdecken, weicht natürlich so ein bisschen auf. Mhm. Aber tatsächlich macht es den Umgang mit dem Begriff Realität in der Praxis natürlich so ein bisschen schwierig. Wir müssen ja irgendwie damit umgehen. Jeder hat ja irgendwas vor seinen Augen. Wenn wir jetzt verschiedene Stufen von Realität, genau, von virtueller oder augmentierter aufwerfen wollen, müssten wir ja wissen, was ist das Fundament? Vielleicht hat der Neurowissenschaftler dazu eine Eingabe. Allerdings hast du uns geschrieben, vorneweg, Michael, Realität kann eh nicht genau definiert werden. Ja. Definier doch mal bitte. Ja. Also tatsächlich ist es ganz genauso. Und ich glaube, es ist sogar fast was jeder so weiß, dass aus irgendwie Partydiskussionen, aber auch irgendwie aus der Schule mit irgendwelchen Quantentheorien und Quantenphysik, aber dann auch wirklich aus dem Alltag, dass die eine Realität nicht gibt. Es gibt lustigerweise eine Arbeit aus der Neurowissenschaft natürlich, die ein ganz schönes Erklärmodell hat dafür, was dieses Realitätsempfinden eigentlich ist. Das wurde auch noch nicht so richtig getestet und ich versuche es in einer Nussschale zu erklären. Die Idee ist, dass das Gehirn, das ist erstens so eine größere Strömung, was das Gehirn eigentlich macht. Und das Gehirn, das hat sich jetzt in den letzten 10, 20 Jahren durchgesetzt, ist weniger so eine Verarbeitungsmaschine, die erstmal so einen weißen, so wie von einer Kinovorstellung, irgendwie einen weißen Bildschirm hat und dann fängt an, da so einen Film zu spielen und der Film ist dann das, was von außen reinkommt. Sondern ganz im Gegenteil, das Gehirn macht konstant Vorhersagen darüber, wie die äußere Umwelt oder wie die Umwelt so aussieht und nutzt dann nur das, was reinkommt, so um die Vorhersagen abzugleichen und dann zu gucken, wenn der Vorhersagefehler zu groß ist, also wenn irgendwas nicht so ist, wie ich es erwartet habe. Was wäre ein klassisches Beispiel für einen Vorhersagefehler? Das klassischste Modell, wo es eigentlich auch herkommt, wäre jetzt, wenn die Flasche undurchsichtig wäre und ich jetzt denken würde, die ist noch total voll, aber in echt hast du schon was daraus genommen und dann greife ich danach und merke, wie ich überschätze, wie viel Kraft ich brauche. Und da merke ich dann so dieses Gegentarieren, da merke ich, dass es propriozeptive Informationen gibt, die abgeglichen wird mit diesen Vorhersagen, was mit meiner Interaktion in der Umwelt so passiert. Und das ist so ein anschaulichstes Beispiel. Das wäre jetzt für die Interaktion mit der äußeren Welt. Diese Idee, dass das Gehirn eigentlich, dass es sehr ökonomisch ist fürs Gehirn, sich eher darauf zu verlassen. Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber sowas wie dieser Scheinwerfer ist da. Und so wie ich Scheinwerfer kenne, wird er auch da sein, wenn ich jetzt in einer Minute nochmal rüber gucke oder in 10 Sekunden oder sowas, sodass es viel ökonomischer ist fürs Gehirn zu sagen, na, ich nehme an, dass es eine Konstante ist und ich gucke nur abzugleichen, ob meine Vorhersage noch eintrifft, als jedes Mal so zu tun, als sei da eine weiße Wand und dann gucke ich wieder, was ist denn eigentlich das, was da so leuchtet. Und das ist so eine Sache, die sich durchsetzt, gerade Stück für Stück, dass das Gehirn eine Vorhersagemaschine ist und dann wiederum, lassen wir mal den Realitätsbegriff als objektive Sache einfach weg. Dann geht es darum,
das Realitätsempfinden oder so dieses, meine subjektive Wahrnehmung dessen, was, dass es sich irgendwie echt anfühlt, ist dann so eine Art kollektives Wohlsein, dass meine Vorhersagen im Großen und Ganzen ganz gut funktionieren. Meine Vorhersagen über die Welt. Mhm. Du hast ja auch genau dazu geforscht, ich habe es eingangs gesagt, wann Gesunde und wann Kranke, da müssten wir natürlich auch wieder sagen, wo fängt denn gesund an, wo hört es auf, wo ist krank, wo hört es auf, wie oder unter welchen Umständen die Umgebung als real oder irreal empfinden. Da geht es wahrscheinlich dann genau um diese Vorhersagemaschine. Vielleicht hast du mal ein Beispiel, woran erkennt ein Gesunder, also ich bin hier und hier gibt es wirklich und woran erkennt ein Kranker oder jemand, der einen Kranken zu diagnostizieren hat, die Verschiebung, da können wir jetzt nicht nur mit subjektiven Befindlichkeiten erklären. Mhm. Lustigerweise geht das zurück auf meine allererste, warum ich überhaupt angefangen hatte, mich mit diesem Realitätsempfinden zu interessieren, war der Beginn meiner Doktorarbeit, der dann an der Charité in der Psychiatrie stattfand und wir hatten entschieden, dass es eine Patientengruppe gibt, die eine Erkrankung hat, das heißt Depersonalisations-Derealisationssyndrom. Und das ist eine sehr spezielle, es ist einerseits eine sehr spezielle Erkrankung, andererseits nicht. Es ist eine, das, was, unter was diese Patienten leiden, ist, dass sie sich bewusst sind, dass die Welt noch so ist, wie sie ist und wie sie immer war, aber dass es ab einem meistens sehr klar zeitlich lokalisierbaren Moment plötzlich dieses Realitätsempfinden verschwunden ist. Das heißt, dass sie das Gefühl hatten, die Welt ist zwar noch so, wie sie ist, aber ich finde, sie ist plötzlich, fühle ich mich wie im Film oder ich fühle mich nicht mehr Agent meiner Handlung und fühle mich wie ein Roboter. Ich fühle mich irgendwie so, als sei so eine dicke Nebelwand, eine unsichtbare Nebelwand zwischen mir und der Welt. Und das war eigentlich der Ursprung, warum ich mich angefangen habe, für dieses Realitätsempfinden zu interessieren und warum ich auch sage, diese objektive Realität müssen wir gar nicht unbedingt definieren. Wir können uns auch erstmal auf dieses subjektive, ich fühle mich so, als ob das, was ich wahrnehme, real ist. Das reicht erstmal. Wenn wir, das ist schon schwer genug, das zu erforschen. Mhm. Deswegen brauchen wir nicht unbedingt diesen objektiven Realitätsbegriff. Das heißt, wir müssten dann auch in der Folge, wenn die Systeme so gut ausgereift sind, nach vielen Experimenten und Versuchen, dass wir uns darin zurechtfinden, dann bräuchten wir auch die Begriffe Augmented oder Virtual nicht mehr als Krücke, weil es dann einfach unterschiedliche Schichten von Realität sind. Dann müssen wir gar nicht mehr die Dinge so unterscheiden. Potenziell. Ich meine, im Endeffekt sagt ja Augmented und Virtual sagt ja erstmal nur aus, wer die Welt kreiert hat. Also in dem Sinne der Virtual Reality wäre ja, dass sie komplett menschengemacht und kontrolliert und computergeneriert ist, während die Augmented Reality ja die natürliche Umgebung ist und nur ein Teil davon computergeneriert ist. Und ich glaube, wenn man eben dann auch total dieses, gerade dieses Maß, ist es überhaupt wichtig, ob die Realität natürlich ist, natürlich gemacht ist oder computergemacht ist, wenn man das auch außen vor lässt und sich wirklich nur darauf konzentriert zu gucken, nehmen wir das, was wir wahrnehmen, als real wahr oder nicht, dann glaube ich, sind wir schon einen Schritt weiter und dann kann man von mir aus auch die Begriffe Virtual oder Augmented Reality oder Real Reality ganz weglassen. Julian, du hattest auch auf unsere Frage vorab geantwortet zur Realität und hast geschrieben, Realität kann, muss aber nicht. Ist das, geht das konform mit dem, was Michael jetzt hier ausgeführt hat? Ja. Oder was meinst du damit? Ja, doch, ja, vielleicht sowas. Genau. Also du hattest ja schon die Lanze gebrochen, lieber ausprobieren, als irgendwie immer alles wie immer. Die Frage in diesem Vorbereitungs-, also es gab so ein paar Fragen da drin und da stand eben auch die Frage drin, was ist überhaupt real? Und da habe ich auch eben drüber nachgedacht und bin eigentlich auch nur zu dem Schluss gekommen, dass immer das real ist, was man dafür hält. Das geht also total konform. Also alles ist Realität, was jeder von uns irgendwie dafür hält und ich glaube, jeder hat da total seine eigene Realität. Interessant fand ich das mit dem Menschen gemacht. Wenn ich mich hier umgucke, ist auch in der realen Welt alles Menschen gemacht. Außer, habe ich gerade gedacht, die Regeln sind halt nicht Menschen gemacht. Genau, also wenn ich das jetzt hier loslasse, wird das sehr wahrscheinlich nach unten fallen und das hat sich niemand so ausgedacht, hat sich vielleicht auch jemand so ausgedacht, kommt dran, wie man fragt. Wir alle haben uns das eher nicht ausgedacht, während in der VR oder so das jetzt auch nach oben fallen könnte oder einfach hängen bleiben könnte. Also die Spielregeln sind menschengemacht dann auch. Das ist eigentlich das Spannende, finde ich. Jetzt würde mich aber interessieren, ich weiß nicht, ob das jetzt so klassische kulturpessimistische Einwände sind, aber wenn wir
ja sehr zu Recht, ihr habt das ja gut begründet, ein Problem haben zu sagen, jenseits von physikalischen Gesetzen, was ist, also was wirklich real ist in der Dingwelt um uns rum, dann haben wir ja im Moment, so zumindest ziemlich stark mein Eindruck, ohnehin gerade ein Problem, uns zu verständigen über Sachverhalte zu unserer Gesellschaft, zur Welt und wie alles funktioniert und funktionieren sollte. Wenn wir jetzt aber auch noch andere Realitäten entwickeln und uns in die vertiefen, dann bräuchten wir schon ziemlich nötig ein Vehikel, wie wir uns mal verständigen, also wie wir einen Abgleich treffen. Oder ist das nicht nötig? Können jetzt alle so in ihre Tribes und Very Special Interest Gruppen zerfallen und halten sich eben eher in der Augmented oder in jener oder dieser virtuellen Realität auf? Irgendwann braucht man ja vielleicht auch den Marktplatz, wo alle hinkommen und man sagt, was ist und wie es sein soll. Das ist jetzt so ein bisschen sehr großes Thema, aber ich bitte trotzdem um eine nachvollziehbare Antwort, Jörg. Ja, ich meine, im Grunde passiert das ja bei jeder Kommunikation und bei jedem neuen Medium, das neue Kommunikationsformen etabliert hat, gab es auf jeden Fall ja kulturpessimistische Ansichten, die gesagt haben, boah, der Roman ist jetzt das nächste große Ding, niemand wird mehr auch da Realität und Fiktion unterscheiden können und alle Frauen werden hysterisch und verrückt. Und das hat sich irgendwie eingespielt, das integriert sich dann einfach in den Alltag. Dann das Internet, große Themen zur Internetsucht, Computerspiele, die mittlerweile eben auch sehr ernst genommen werden als Kulturgut und nicht mehr nur als Zeitvernichter und Zeitfresser. Und ja, was mit Virtual Reality und Augmented Reality passieren wird, das bleibt natürlich abzuwarten. Da kann man jetzt nur spekulieren, werden die Leute auf der Straße rumlaufen und völlig verrückt aussehen, weil nur sie kleine virtuelle Gegenstände und virtuelle Tiere sehen und alle anderen wundern sich, oder wird es einfach irgendwann dazugehören, damit ja konfrontiert zu sein, dass die Menschen dann eben für nur bestimmte Menschen sichtbare virtuelle Objekte betätscheln. Und die Virtual Reality selber, da bleibt natürlich auch abzuwarten, wie das dann tatsächlich genutzt wird vom Endverbraucher. Ob sich das jetzt für Unterhaltungsszenarien durchsetzt und man benutzt es einfach zu Hause im Wohnzimmer und schaut den Film in einer 360-Grad-Version. Ob sich das als Kommunikationsmedium durchsetzt, wie Facebook und Co. es gerne vorantreiben würden, dass wir halt nicht mehr vor dem Bildschirm sitzen und mit unseren Freunden chatten, sondern uns eben mit ihnen in irgendeiner virtuellen Umgebung oder in einer realen Umgebung, aber mit Avataren treffen, ob wir uns in New York in ein virtuelles Restaurant setzen und virtuelle Nahrung essen. Wenn, ja, wie auch immer es angenommen wird, was auch immer die Masse letztendlich damit machen möchte oder ob es wieder verschwindet, müssen wir mal schauen. Aber ob man das regulieren kann und sollte, das funktioniert wahrscheinlich ja sehr, sehr schlecht, wie genauso wie man den Roman eben damals nicht wegregulieren konnte. Du hattest ja, Julian, vorhin schon einen Aspekt angesprochen mit der Machine to be another, und da sprachen wir, und auch mit den beiden Soldaten, mit dem Projekt, wo der Israeli auf den Palästinenser trifft. Du hattest also im Grunde dieses Stichwort Empathie. Also es ermöglicht mir ja andere Erfahrungen. Ich frage mich, wirklich in einer einzigartigen Weise, also brauche ich wirklich Bildschirme und diesen ganzen technischen Apparat, um bereit zu sein, mich in anderen Menschen hineinzuversetzen? Also die beiden Soldaten, die diese Projektion konsumieren oder daran teilnehmen, die wären ja vielleicht auch geneigt, sich tatsächlich auszutauschen, in welcher Weise auch immer. Also ich frage mich, erweitert das Spielräume? Also kannst du damit Leute abholen und erreichen, die sonst nicht ansprechbar wären? Oder nehmen daran natürlich auch nur mal genau die teil, die auch die ausführliche Reportage zum Konflikt in der Zeitung lesen? Also ich glaube, ist natürlich schwer zu sagen, aber ich glaube, dass diese neuen Technologien das immer erweitern, also dass das immer das Spektrum von dem, wie man sich ausdrücken kann, wie man Sachverhalte oder Dinge kommunizieren kann, immer nur erweitert. Und ich finde das total spannend, wo das so hinführen kann.
Ich glaube auch nicht, dass wir uns jetzt alle in virtuellen Welten verlieren. Eher finde ich, eigentlich gibt es ja auch genau den umgekehrten Trend. Also tatsächlich, der Titel ist ja auch Internet der Sinne. Es gibt ja auch das Buzzword Internet der Dinge gerade. Das ist ja eigentlich irgendwie ein umgekehrter Trend. Nämlich, es geht nicht darum, dass wir alle jetzt in diese Virtualität flüchten, sondern tatsächlich ja das Internet aus der Virtualität rauskommt und in unsere Objekte reinkommt. Und das finde ich eigentlich... Das finde ich gerade sehr spannend. Also ich meine, die Anwendungen, die da so bisher so gezeigt sind, das sind meistens so Smart-Home-Sachen. Der Kühlschrank kann jetzt neue Butter bestellen, wenn die alle ist. Ist alles ein bisschen langweilig, aber ich glaube, da wird noch viel passieren. Weil ich glaube, jetzt, wenn du das Smart-Home ansprichst, dann muss ich gleich gedanklich weiterhoppeln zum nächsten Thema, weil ich heute im Radio dann just auch noch von der Telekom eine Werbung gehört habe für ein Produkt, das mein Smart-Home und mein Smart-Kitchen sichern will. Mhm. Wo man ja so denkt, ist ja lustig. Guter Zeitpunkt ausgewählt, diese Werbung zu schalten. Super. Herzlichen Glückwunsch. Da frage ich mich natürlich gleich, jetzt kommt natürlich die beliebte Datenschutzfrage, wie sicher sind denn diese Anwendungen? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Keine Ahnung. Das ist auch immer nicht so, also das kriegt man schon, also Sicherheit ist ja sowieso immer relativ... Wie die Realität, da fragst du echt den Falschen. Also so ich habe nicht so ein Sicherheitsbedürfnis. Ich möchte nur, also was mich an diesem Thema interessiert, wollte ich noch sagen, ist, dass sich die Interaktion eben verändert, dass man eben nicht mehr den Computer nur, also früher hat man den Computer immer nur als so als klickendes Wesen wahrgenommen mit einem Auge. Es gibt irgendwie in diesen... dieser Human-Computer-Interaction-Literatur gibt es oft dieses Männchen, das ein Auge hat, einen Klickknopf und ein Ohr. Mhm. Oder nee, zwei Ohren. Und das ist so das, wie der Computer uns sieht, weil das so die Objekte sind, mit denen wir mit dem interagieren, nämlich eben, wie gesagt, nur mit einem Finger. Naja, das hat sich so ein bisschen geändert, als die Touchscreens so populär wurden. Und heute ist irgendwie die Mensch-Technik-Interaktion, vor allem verstehen die Leute darunter einen Screen, der irgendwie leuchtet und da kann ich irgendwie drauf rumdrücken. Und ich glaube, das wird sich eben sehr stark nochmal ändern. Nämlich, dass wir in Zukunft viel mehr wieder mit Objekten interagieren, die nicht nach einem Computer aussehen oder nach einem Computer, wie wir ihn heute kennen, aussehen oder nach keinen Screen mehr haben, keine sichtbaren Eingabegeräte haben, sondern eher halt wie mit realen Objekten oder gestisch oder mit Sprache einfach umgehen werden. Das heißt, irgendwie wird dieses Digitale auch wieder so ein bisschen menschlicher, weil die Computer anfangen werden, uns auch besser zu verstehen. Die werden anfangen zu verstehen, wie wir mit Gesten kommunizieren, wie wir mit Mimik kommunizieren, wie wir vielleicht was sauer sagen oder was nett sagen und daraufhin vielleicht auch anders andere Antworten geben oder andere Dinge tun. Also ich glaube, das wird eher auch so rum menschlicher. Also nicht nur, dass wir uns irgendwie da verlieren. So, und ihr Menschen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr euch das anhört und dazu keine Frage, Anmerkung habt. Oder etwa doch? Da, eine wackere Mitstreiterin. Möchtest du dich zu uns setzen? Muss ich das anschalten? Nee, das ziehen die Kollegen auf. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, aus welcher Ecke du sprichst, mit welchem Interesse. Genau, also ich bin Studentin auch in der TU, aber im Bereich Innovationsmanagement, Entrepreneurship, habe vorher Medienmanagement im Bachelor gemacht, also auch aus der Richtung so ein bisschen. Und ich frage mich halt immer so, also ich beobachte das halt auch immer so, dass die Dinge praktisch immer schlauer werden, es kommt immer mehr Technik rein, gerade so Smart Home, jetzt auch so VR-mäßig. Aber ich habe dann immer so die Angst, dass man selbst als Mensch dadurch irgendwie dümmer wird, weil man halt gefühlt nichts mehr machen muss, weil die Technik alles für einen selbst übernimmt. Also ich muss jetzt nur auf meinem Smartphone irgendwie kurz klicken und meine Heizung ist an, mein Kühlschrank ordert mein Essen für mich, aber ich muss ja selbst eigentlich nichts mehr machen. Ich habe dann immer so die Angst, dass man dadurch halt selbst irgendwie das verliert, sodass man selbst irgendwie was macht, selbst nachdenkt, sondern die Maschinen das für einen irgendwie übernehmen. Na gut, sag ich mal, wenn ich einen Herd anmache, dann muss ich ja auch nicht erst vorher einen Wald und einen Baum fällen und den spalten und ablagern. Weißt du dann und auch nicht, die Treppen hoch, so, also da habe ich eine Vorstellung von, aber mache ich selber nicht. Aber keine Ahnung, dann spiele ich das doch vielleicht mal direkt rüber zur Medienwissenschaftlerin. Gibt es Verblödungstheorien zum Thema? Verblödungstheorien gab es definitiv auch bei jedem neuen Medium, das eingeführt wurde. Und auch da immer die Sorge, dass
Wissen verloren geht. Schon als Schrift eingeführt wurde, gab es die große platonische Schriftkritik. Von daher, ja, mit jedem neuen Medium auch Verblödungstheorien. Aber man kann und natürlich wahrscheinlich ist es auch de facto so, dass bestimmte mit jedem Dinge neuen Medium gehen bestimmt auch verloren. Alte Sachen verloren gehen. Aber es werden eben auch Potenziale freigemacht für ganz neue Geschichten, neue Art zu denken. Mit dem Internet sicherlich viel mehr so dieses vernetzte Denken, dieses ich kenne aus der Schule immer noch diesen weisen Spruch, Wissen heißt auch Wissen, wo es steht, neue Recherchekompetenzen, die entwickelt werden, eben auch da wieder neue Medienkompetenzen, neuer Umgang damit und ja, wenn wir Dinge an die Technik auslagern, kriegen wir sicher neue Potenziale, mehr Zeit für anderes, auch wenn wir immer das Gefühl haben, Zeit wird immer knapper, aber ja, das würde ich auf jeden Fall auch weniger kritisch sehen, sondern ich versuche es auch immer eher analytisch zu betrachten und gespannt zu bleiben, wie sich die Dinge entwickeln. Auf jeden Was Fall. Würdest du denn sagen als Neurowissenschaftler? Ich weiß nicht, ob vielleicht von euch jemand das Buch gelesen hat, Follower von Eugen Ruge. Da wird ja zum Beispiel beschrieben, da lange Texte gelten in dieser ein bisschen undefinierten Zukunft als Longreads. Und der Protagonist versucht halt die ganze Zeit mal einen längeren Text zu lesen und kriegt es nicht gebacken. Und er weiß, er muss es und er kann es nicht. Also das war genau so dieses Theorem, da ist was verloren gegangen, der kann sich nicht mehr fokussieren auf einen Text, der mehr als 5 Seiten hat. Gibt es aus der Neurowissenschaft tatsächlich Erkenntnisse, dass das stattfindet, wo das stattfindet oder sind wir da auch noch viel zu weit in der Ursuppe? Das ist spannend, dazu brauche ich so eine Längsschnittstudie, wo man halt guckt, irgendwie wie sich die Mediengewohnheiten von Menschen idealerweise über einen längeren Zeitraum verändern und dann irgendwelche kognitiven Fähigkeiten beispielsweise getestet werden. Also ich sehe das auch, es ist fast so eine Glaubensfrage, ob man eher sieht, das bewegt sich alles in eine schlimme Zukunft hin oder es bewegt sich alles so ein bisschen halb Glas, halb voll, halb leer. Das ist ja so ein Optimismus, Pessimismus, Trennung, die sehr schwierig mit Fakten zu belegen ist. Ich würde sagen, also es gibt was, es ist nicht neurowissenschaftlich, aber es ist eher so philosophisch, kognitionswissenschaftlich, das ist die Idee, des erweiterten Geists oder des Extended Minds. Also es ist diese Idee, dass die Frage überhaupt ist, was ist denn überhaupt unsere Psyche? Ist es nur unser Körper und unser Gehirn? Ist es nur unser Organismus oder gehört auch irgendwie eine Umwelt dazu? Das gibt es einen Philosophen, Andy Clark heißt der, ist auch künstliche Intelligenzforscher und Philosoph, der diese Idee des Extended Minds aufgestellt hat. Und so das plakativste Beispiel ist immer, dass für einen blinden Mann beispielsweise der Körper am Ende des Blindenstocks aufhört und nicht an dem Übergang zwischen Hand und Blindenstock. Und so ein bisschen ein Beispiel dafür sind auch so solche Sachen wie, dass wir in der Schule irgendwie, als es noch kein Internet gab und noch kein Wikipedia, mussten wir halt die 333 ist so Skylerei oder was auch immer man in der Schule gelernt hat, irgendwelche oder Daten. Rumschlüpft aus dem Ei? Ich weiß es ganz ich ehrlich nicht. Ich kann es googeln. Auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht. Aber auf jeden Fall so Fakten, die man sich dann mühsam in sein Gehirn verfrachtet hat und heute überhaupt wo es keinen Sinn mehr gibt, dass man die im Gehirn hat, weil man sie innerhalb von 2 Fingertipps irgendwie lesen kann. Und meine auch sehr optimistische Sichtweise ist dabei, dass eher, also dass dann halt das Wikipedia wird unser Extended Mind, so wie der Blindenstock des blinden Mannes oder der blinden Frau, und wir dann eben anderen Platz und andere Zeit und anderen Spaß und andere Motivation haben, um unser Gehirn mit wichtigeren oder spannenden Sachen zu belegen. Was machst du denn dann, wenn du in diesem Zwiespalt bist? Also in diesem Bewertungszwiespalt, wofür entscheidest du dich? Also ich finde es eben auch super schwierig, weil ich die Trends ja auch sehr spannend finde und das auch gut finde so. Und das ja auch so, also ich ja auch in dem Bereich so gehe, gerade mit Innovationsmanagement irgendwie, und ich immer eben irgendwie diese Angst habe, dass es irgendwie dann endet in, also es gibt ja auch so ganz viele so Science-Fiction-Filme, wo man sein Haus nicht mehr verlässt, sondern nur einen Avatar hat, der für einen irgendwie rausgeht, für einen arbeiten geht oder am Ende dann eben nur zu Hause sitzt mit seiner VR-Brille und gar nichts mehr macht so. Und irgendwie, also ich habe immer die Angst davor, also ich glaube auch nicht, dass das passiert, aber es könnte halt trotzdem passieren, dass man irgendwie gerade diese Realitätsnähe irgendwie oder diese Nähe zu seiner Umwelt dadurch verliert irgendwie. Weil man jetzt ja auch immer so hört, dass gerade so Social Media irgendwie auch diese sozialen Kontakte einfach nicht mehr hat, sondern man macht alles nur noch virtuell. Also was ich auch selbst merke, so ich Skype dann ganz viel oder ich schreibe dann kurz lieber bei WhatsApp was. Aber dann gehst du zu Diskussionsveranstaltungen. Also genau, also dieses völlig altmodische Format. Genau, ja, also ich habe halt immer die Angst, also ich sehe es bei mir selbst eben nicht, weil ich auch darauf achte eben, dass ich sowas mache und dass ich das halt eben auch ausgleiche und lieber mich mit Leuten treffe, anstatt dann irgendwie schnell bei WhatsApp zu schreiben oder auch lieber telefoniere. Aber ich glaube, dass ganz viele das eben einfach so automatisch so da mitgehen mit diesen Trends und gar nicht darüber nachdenken, dass sie irgendwie den Kontakt zu anderen verlieren oder so.
Ja, aber wenn es für Sie okay ist, ist es auch okay, denke ich. Ich glaube, es wird halt einfach noch sehr, sehr lange so sein, dass es halt cooler ist, irgendwo dich echt mit Leuten zu treffen. Ich glaube, das wird einfach so schnell nicht weggehen und so lange werden die Leute das auch machen. Eigentlich ein super Schlusspunkt. Es ist schön, es wegzugehen und so, dass das auch so schnell nicht weggeht. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit und ich will hier... Ich kann dir nachher noch was sagen. Genau, damit. Vielen Dank dir. Ich würde gerne wissen, wollt ihr noch was reinwerfen? Ich glaube, das war ja gerade ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben jetzt vorher beschrieben und jetzt sind wir dabei, wie bewerten wir das? Wie bewertet ihr das? Hier habe ich ein Handzeichen gesehen und vielleicht, wo war das da drüben? Okay, einmal links, einmal rechts. Dann fangen wir hier vorne an. Kommst du vor oder möchtest du, es wird niemand verknackt, das habe ich vergessen zu sagen. Du kannst auch aus dem Saal rausrufen, darfst aber auch gerne kommen. Vielleicht sagst du uns auch, wer du bist und aus welchem Zusammenhang du kommst. Ja, ich bin Anna, ich arbeite in der Digitalagentur, TVO Interactive. Wir beschäftigen uns mit Kultur- und Medienhäusern, schaffen für die Lösung. Aber gerade für den kulturellen Kontext beschäftigen wir uns sehr mit Online-Collection und Multimedia-Guides, wie ist das neue Erlebnis Kulturvermittlung für den jungen Besucher im musealen Raum. Wie können wir das schaffen, dass er sich wieder mit Kultur, alten Bildern auseinandersetzt? Aktuell ist es so, wir bekommen Audioguide in die Hand. Es wird der eine Sinn eigentlich angesprochen, eben deswegen bin ich jetzt auch hier, weil ich mich auch gerade damit beschäftige. Und das ist halt auch echt langweilig. Niemand will doch nur hören. Gerade nicht schon diese digitalen Salon genau zu dem Thema und was bei mir hängen geblieben ist und auch wenn man in die Berliner Museumslandschaft geht, da ist Luft nach oben. Auf jeden Fall. Ja, und gerade meine Recherchen, also es muss irgendein multisensorisches Erlebnis irgendwie her, dass es der Nutzer anfängt, sich immersiv mit dem Kunstwerk und dem Exponat zu beschäftigen. Dass er hineingezogen wird. Storytelling, das haben wir jetzt alles mit diesen Hieronymus Bosch-Geschichten jetzt gesehen. Aber wie kann man das schaffen, dass das keine, weil dafür haben die Kulturvermittler auch Angst, digitale Wand geschaffen wird zwischen dem Besucher und dem Kunstwerk, sondern dass ein Austausch auch stattfindet. Wie können uns da die neuen virtuellen Augmented, was weiß ich was, alles für Intelligenzen dann dabei helfen? Eine Frage hier an das erlauchte Expertengremium oder hast du dann an alle gerne? Das ist eine Business-Fragestellung. Für solche Fragestellungen nehme ich einen Tagessatz. Ja. Von? Wie lautet der? Unterschiedlich, kommt an eine Frage. Dann frage ich persönlich, mich interessiert persönlich. Ganz persönlich. Also ich glaube, da gibt es ganz viel, was man Tolles machen kann. Tatsächlich sind wir in Berlin auch in der glücklichen Lage, ganz viele tolle Firmen zu haben, die sich mit sowas beschäftigen. Zum Beispiel Art & Com und Archimedes, die ganz viele spannende Sachen in dem Bereich machen. Sag mal ein Beispiel. Also ich stehe vor irgendeinem Monet. Was könnte ich machen, außer vor dem Monet zu stehen oder den Audioguide Nummer 17 abzuhören? Also gerade Augmented Reality ist auf jeden Fall ein Stichwort, wo man sich, glaube ich, ganz viel vorstellen kann. Ob jetzt im Naturkundemuseum der Tyrannosaurus Rex, der da als Skelett steht, plötzlich überlagert wird mit Muskelschichten und Haut und plötzlich anfängt zu laufen und man kann das betrachten. Das ist natürlich noch sehr zukunftsvisionär durch ein Head-Mounted Display oder ob man das auf dem Bildschirm vielleicht versucht, eben mit Augmented Reality zu machen. Oder ob man vor dem Monet steht und man kann das Bild aufteilen in verschiedene Schichten. Da gab es vor Jahren, glaube ich, in Weimar schon so ein Experimente oder Forschung dazu, wie ein Kunstwerk in verschiedene Schichten aufgeteilt werden kann. Und von Skizzen über einzelne Farbschichten und mit Augmented Reality konnte man die dann übereinander legen und konnte damit interagieren, spezielle Teile wegmachen, wegwischen und so dann verschiedene kontingente Entstehungsstufen dieses Kunstwerks einfach nachzuvollziehen. Ne? Man hat nicht mehr nur dieses Endergebnis, sondern kann die Zwischenstufen anschauen. Da geht ganz viel. Ich glaube, gerade bei Augmented Reality gibt es wirklich ein sehr, sehr großes Potenzial, das vielleicht auch für so eher alltägliches Leben, wie den Museumsbesuch, ganz, ganz viel Potenzial bietet. Vielleicht noch mehr als so die Virtual Reality, wo man immer ganze Welten irgendwie animieren muss, sich ganze Welten ausdenken muss, Dinge zu überlagern in der tatsächlich wahrgenommenen Umgebung mit digitalen Daten, mit digitalen Schichten. Da kann man sich, glaube ich, wirklich tolle Sachen vorstellen. Und da werden wir sicher auch noch viele tolle Sachen sehen. Und was die anderen Sinne angeht,
das ist auf jeden Fall nochmal eine Ecke schwieriger als nur das Visuelle. Wenn man so ein bisschen im Internet versucht zu recherchieren, was gibt es so an Prototypen, gibt es tolle, spannende Sachen, die aber wirklich noch sehr in den Kinderschuhen stecken. Ob das haptische Sachen sind, irgendwelche Exoskelette, irgendwelche Handschuhe, die verhindern sollen, dass man die Hand komplett um einen virtuellen Gegenstand schließen kann, damit man das Gefühl hat, man fasst ihn an und man kann eben nicht durchgreifen, sondern da ist irgendwo ein Widerstand. Oder ob das Headsets mit Geruch sind, wo dann verschiedene Schläuche um einen herum gewickelt sind und man sieht ein bisschen aus wie der Predator aus Alien, aber es werden verschiedene Gerüche dann plötzlich implementiert und die sollen ja das ein olfaktorisches Erlebnis dann bringen. Auch das kann man sicherlich sich so langfristig als Monet seine genau, Farben anrührt. Im Museum vorstellen. Ich weiß nicht, worüber denkst du denn danach, Anna? Also geht's dir geht es um Wissensvermittlung und ich vermute, es geht dir um den großen Kanal des Sehens, also der visuellen Vermittlung. Oder wie wollt ihr noch arbeiten? Womit arbeitet ihr noch? Es geht ganz, ganz generell um Kulturvermittlung. Wie schaffen wir es, Menschen zu begeistern und damit auch was hängen bleibt? Also einfach neue Wege zu schaffen. Wie kommen wir ran, dass es der Mensch sich mit Kunst auseinandersetzt, ohne dass er überfordert wird und dass es doch dass das echte Erlebnis dann auch noch irgendwie da ist und dass eben keine Barriere noch eine Barriere. Er darf schon das Kunstwerk nicht anfassen, dass sich noch eine Barriere aufgeworfen wird. Also ganz generell, es ist eher jetzt Long-Term. Vision. Es wird es nicht sofort irgendwie möglich sein. Wahrscheinlich im nächsten Schritt werden wir Multimedia-Guides haben, wo wir noch 3D-Animationen drin haben und Videos. Und die haben wir da alles schon mit Beacons und so weiter, dass man dann punktuell dann die Informationen erhält, wenn man dann vor dem jeweiligen Exponat steht, dass man gar nicht mehr suchen muss. Das will ja auch kein Mensch mehr. Dinge irgendwie suchen. Er will die Sachen einfach gepusht kriegen, eben dieses Gedächtnis abgeben und dann die Informationen erhalten, wenn sie doch relevant sind, um sich nicht zu überfordern. Was sagt denn da der Neurowissenschaftler? Das würde mich jetzt dann nochmal interessieren, wenn du sagst, Gedächtnis abgeben und Sachen nicht suchen und so. Ist es in der Tat so, dass ich dann, wenn ich ein Kunstwerk oder ein naturkundliches Artefakt, egal was, so aufbereitet bekomme, ist es so, dass ich es besser verstehe und dann vielleicht doch im Gedächtnis bewahre, als wenn ich da diese kleinen, in Ameisenschrift geschriebenen Schildchen durchlese? Das ist eine Suggestivfrage, aber ich vermute ja. Kann's aber, wahrscheinlich gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu. Ich glaube, ich möchte da gar nicht so sehr als irgendwie Psychologe und Neurowissenschaftler sprechen, sondern ich möchte auch gar nicht ein ganz neues Fass aufmachen, aber ist es nicht auch da bei Kunst ist es, ich finde, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil es doch auch so eine, es ist nicht so ein zentraler Aspekt der Kunstdiskussion, ob man dieses ganze Hintergrundwissen beispielsweise überhaupt braucht, um ein Werk zu verstehen oder ob es nicht einfach um die tatsächliche unmittelbare Erfahrung mit einem Kunstwerk geht. Das würde dann ja gegen eine Aufbereitung und Vermittlung sprechen. Hätte ich tatsächlich auch gesagt. Also nachdem du das gesagt hast, mit den Schichten wegnehmen, habe ich auch gedacht, ist das jetzt, bringt das was? Also wird das dadurch besser? Ich meine, wenn die Leute halt interaktive Kunstwerke sehen sollen, dann müssen halt mehr interaktive Kunstwerke gemacht werden. Ja. Also würde ich sagen, also wenn die alte Kunst langweilig ist, schmeißt sie halt weg und mach neue. Dann, das stelle ich jetzt mal so in den Raum, das ist nicht unbedingt meine Meinung, aber ich meine, du kannst ja, andere Leute finden ja auch vielleicht gut, wenn da nur ein Bild hängt und da nichts Interaktives ist und da nur ein Kärtchen dran steht, Monet oder irgendein anderer Maler. Mensch, Anna, jetzt geht dir der Job flöten. Also bei diesen Kunstwerken finde ich es, weiß ich gar nicht so. Ich finde es eher spannend, halt, wenn es um Wissensvermittlung, also wenn es jetzt eine Ausstellung über die Geschichte der Inkas ist oder was ich über den Ersten Weltkrieg oder was auch immer, wenn es wirklich so eine, ich weiß gar nicht, es gibt es in Deutschland eine Unterscheidung, es gibt ja Ausstellungen und also Kunstausstellungen und wissensvermittelnde Ausstellungen. Na, je nachdem, wie das halt kuratiert ist, aber ja. Ich meine, im Endeffekt hängt es wahrscheinlich eben mit der Begeisterung. Muss man erst Begeisterung irgendwie wecken oder hat der Nutzer oder der Besucher vielmehr schon, ist er von etwas begeistert und ist er schon eben angefixt? So. Ja, oder muss man ihm erst sagen, hier, da ist was ganz Tolles, wo du dich anfixen lassen kannst, um eben einzutauchen, um den Weg gehen zu wollen? Oder ist er schon bereit, den Weg zu gehen? Ja.
Aber ich meine, vielleicht ist es dann auch der Chatbot, den man hier fragt, das erzähl mir doch mal was zu dem Kunstwerk. Man weiß es nicht. Ja, vielleicht ist es auch einfach ein super Guide, der einen persönlich darum führt. Also ich glaube, der Trend geht... Das wirst du nie toppen können. Ja, genau, das glaube ich, glaub ich tatsächlich auch. Also ich glaube, der Trend geht halt wieder zu offline ein Stück aus. Interessante Wolken. Stück, ein Stück weit. Also ich meine, ich glaube, die Leute lernen das wieder schätzen. Das habe ich ja eben auch versucht zu sagen, dass die Leute gar keinen Bock mehr auf diese Smartphones haben. Aber das ist jetzt wirklich spannend. Also Anna ist nach vorne gekommen mit der Frage, wie kann ich das multimedial in anderen Realitäten aufbereiten, ne? Das ist quasi deine Arbeitsaufgabe, an der du unterwegs bist. Zwischendrin haben wir die Kunst als solche eh schon mal rausgeschmissen und gesagt, dann müssen wir halt andere Sachen in die Museen reintun. Nicht die Kunst als solche, nur die Werke. Zum Schluss kommen wir jetzt wieder dabei raus, ist doch schön so, wie es ist. Also ich glaube, das illustriert ganz gut. In 4 Minuten haben wir jetzt so ziemlich alle extremen Einstellungen, die man dazu haben kann, benannt. Das illustriert ganz gut, dass wir offenbar alle keinen Plan haben. Also dann bin ich ja jetzt zumindest mit mir am Ende relativ versöhnt, weil ich dachte, ihr habt so die in Stein gemeißelten Antworten, aber dem ist nicht so. Wir haben keinen Plan, nur Meinungen. Okay, ich glaube, da gibt es außer einer Meinung auch noch eine Frage. Was aber nicht bedeutet, Anna, dass wir dich aus der Runde schmeißen wollen. Also wie ihr wollt. Einigt ihr euch? Okay, dann kommst du also wieder, wenn dir die Frage nicht gefällt. Ja. Okay. Dann wirst du stehen. Stellst du dich kurz vor, bitte, und sagst, wieso, weshalb, warum? Ja, Alex, hallo. Hallo. Oh, sehr nett, danke schön. Sehr nett. Ich arbeite bei Microsoft, leider nicht im Developer-Bereich, was vielleicht ein bisschen mehr hier passen würde, sondern im Operations-Bereich, was hauptsächlich damit zu tun hat, dass ganz viele verschiedene Teams miteinander kommunizieren müssen, die nicht dieselbe Sprache sprechen. Zwar alle Deutsch oder Englisch, aber die einen sind in einer Rechtsabteilung, die anderen sind in Prozessabteilungen in Manila oder was auch immer. Und ich studiere auch International Relations an der FU in Berlin auf dem Master. Und beides hat jetzt so auch mit Kommunikation zu tun. Wir hatten vorher, glaube ich, schon angesprochen, die Kriegssituation mit den zwei Parteien, die sich praktisch austauschen, näher kommen durch halt irgendwelche visuellen Inputs oder auch andere Inputs, damit man sich besser verständigt. Und ich glaube, im Allgemeinen haben wir auch darüber geredet, dass die meisten Digitalisierung, die wir jetzt angesprochen haben, sind ja schon Dinge, die wir eigentlich schon kennen, einfach jetzt nur noch im digitalen Bereich, also sehen, riechen, fühlen, wie können diese verarbeitet werden, wie werden die neu gestaltet. Und meine Frage ist eher so zukunftsgerichtet, gibt es die Möglichkeit einer tatsächlichen Sinnerweiterung, das heißt einen 6., 7., 8. Sinn herzustellen, bisschen inspiriert von Interstellar, den Film, wo dann am Ende klar noch visuell zwar Zeit als visuelles Produkt dargestellt wird, aber natürlich dem Zuschauer vermittelt werden soll, okay, jetzt wird Zeit halt anders dargestellt, anders als so, wie wir sie kennen. Also wie seht ihr die Möglichkeit, einen Sinn herzustellen, zum Beispiel Zeit, eine Wahrnehmung von Zeit zu herzustellen und ob das dann zur Kommunikation beiträgt, weil diese Herstellung des Sinnes ja dann für alle wahrscheinlich gleich wäre. Keiner kennt sowas, irgendjemand wird es irgendwann herstellen, Eureka-Moment, jeder hat darauf Zugriff, alle sehen jetzt Zeit gleich, anders, aber gleich. Und gibt es die Möglichkeit und würde es zu einer Harmonisierung der Kommunikation beitragen? Das ist vielleicht dann eine Frage erstmal an dich, Michael. Wir sprachen ja vorhin schon mal drüber, inwiefern Technik sich an unsere Grundausstattung anlehnen muss, um Sinn zu erzeugen. Das wäre jetzt tatsächlich die Frage nach einem Enhancement im Sinne von, da kommt noch was dazu. Ist das denkbar? Ja, ich möchte mal den Zeitsinn erstmal irgendwie ein bisschen außen vor lassen, was zwei Sachen, die schon genannt wurden und die so ganz spannend ineinander greifen, ist. Das eine ist, dass tatsächlich fürs Gehirn alles nur elektrische Impulse sind und wir halt verschiedene Sinneszellen haben, deren Hauptaufgabe ist, entweder in der Netzhaut oder auf der Haut, aus externen Reizen elektrische Impulse zu machen. Das war der eine Aspekt. Der zweite Aspekt war der Aspekt des blinden Mannes, dessen Sehrinde, also dass der hintere Teil des Gehirns arbeitslos ist, wenn er blind ist, aber es nicht so ist, dass dann das Gehirn diese Areale brach liegen lässt, sondern eben andere Funktionen von diesen Hirnarealen übernommen werden. Da gibt es so ein paar Studien zu, wo man zum Beispiel auch Tierstudien zu, auf die möchte ich gar nicht weiter eingehen, aber die spannende Frage ist dann, kann man Sinne ersetzen? Also kann man es irgendwie schaffen, auf irgendeine Art und Weise
aus externen Reizen, für die wir bisher noch keine Aufnahmezellen haben, elektrische Impulse zu machen, die dann in flexible Hirnarealen oder in inflexiblen Hirnarealen verarbeitet werden. Da gibt es schon ein paar erste Studien, die einige Jahrzehnte alt sind, auch gerade mit blinden Menschen. Das waren ganz spannende Sachen von einem Herrn Bach-Irita, der bei Blinden, der zum Beispiel so eine Art virtuelle Realitätsbrille der ersten Stunde, eine lichtsensitive Kamera an die Brille eines blinden Mannes geschraubt hat und die Lichtreize, die auf diese Brille gefallen sind, übersetzt hat in so eine Art, in so ein Nagelbrett. Also so, das kennt man vielleicht als Spielzeug, wo irgendwie ganz viele Nägel sind, man macht mal seine Hand rein und lässt da dieser Abdruck der Hand. Und das hat er dem blinden Mann auf den Rücken geschnallt, hier unten, wo wir eigentlich nicht so viel, wir haben zwar Nervenzellen oder wir haben zwar Sinneszellen dort, aber wir brauchen die eigentlich nicht. Also maximal für die Information, jetzt ist da die Stuhllehne, jetzt ist sie nicht mehr da. Und seine Idee war, dass man diese Übersetzung der Lichtreize in Muster taktil auf den Rücken des blinden Mannes überträgt und er dann mit der Zeit idealerweise anfangen zu sehen, was auch immer das dann ist, zu sehen lernt. Und das scheint zumindest in solchen Fallstudien ganz in Ordnung funktioniert zu haben. Und es, wie gesagt, so die physiologischen Grundlagen existieren alle. Und es gibt ein spannendes Projekt. Aber Entschuldigung, ja, ist das tatsächlich die Antwort auf die Frage, ob es einen neuen Sinn gibt? Weil das scheint mir ein Ummünzen zu sein in schon einen bekannten Sinn, den wir brach liegen lassen. Aber ich hatte die Frage eher so verstanden, als ob es technisch vorstellbar ist, dass eine neue sinnstiftende Instanz irgendwie dazukommt. Das ist jetzt das ist genau richtig, was du sagst. Das ist noch jetzt ein kleiner Schritt und der kleine Schritt ist zu einem Projekt, was gerade läuft und was noch teilweise erfolgreich war, aber noch nicht ganz erfolgreich ist. Und da ist die Idee, gerade auch diese taktilen Zellen oder diese Berührungszellen am Rücken oder so um die Hüfte zu nutzen, um uns mit einem Magnetsinn oder einem Orientierungssinn auszustatten. Das hat angefangen vor ungefähr 10 Jahren in Osnabrück, war es ein Studentenprojekt, das heißt Field Space. Und die Idee war, dass man einfach ganz viele alte Nokia-Handys nimmt und den Vibrationsalarm daraus an so einen Gürtel schnallt. Vibrationsmotor daraus an einen Gürtel schnallt, 10 Stück davon oder 12 Stück davon und dann an so einem Gürtel um die Hüfte trägt, zusammen mit einem kleinen Kompass, sodass immer genau der Vibrationsmotor vibriert, der Norden ist. Und die Idee war dann, dass man, wenn man den Menschen das für eine genug lange Zeit mitgibt, dass man dann einen diesen propriozeptiven Sinn, der inneren sozusagen als sechsten Sinn nimmt, einen siebten Sinn entwickelt, wo Norden ist. Und dass man so irgendwann mal idealerweise dann vor allem auch gar nicht mehr irgendwie seine interne Repräsentation der Landkarte oder der Weltkarte hat, sodass man, wenn man den Gürtel dann abschnallt, trotzdem einen siebten Sinn dafür entwickelt hat, wo Norden ist. Und das Projekt ist auf jeden Fall, entwickelt sich weiter und es gibt auf jeden Fall Versuche, wo es eigentlich auch nur darum geht, irgendeine Art Sinneszelle künstlich am Körper anzubringen, die dafür sorgt, dass entweder über bestehende Zellen oder neue Zellen elektrische Impulse generiert werden. Also die Antwort ist ja. Es gibt es. Man denkt drüber nach und auf einem Festival wie deinem, denke ich, wird an solchen Sachen geschraubt. Ja, also tatsächlich habe ich eben nicht erwähnt. Es waren auch ein paar Leute da, die sich eben damit beschäftigen, eben mit solchen Sinneserweiterungen des Körpers. Also ich meine, es gibt ja schon eine wachsende Szene von Leuten, die sich als Cyborg bezeichnen. Die haben im einfachsten Fall einen Magnet im Finger zum Beispiel implantiert und damit können sie Magnetfelder spüren. Dein Einwand ist natürlich richtig, die benutzen natürlich immer noch den taktilen Sinn. Ich glaube aber, genau wie der Blindenstock des blinden Mannes irgendwie zum Teil seines Körpers wird, ist diese Prothese, die eigentlich irgendwie eine Form von Prothese ist, wird, glaube ich, langfristig dann nochmal anders wahrgenommen. Ich glaube, man hat dann schon das Gefühl, dass man jetzt dieses Magnetfeld spürt. Keine Ahnung, also so ein bisschen wie wenn du dieses Ding um dich hast, dann, ich glaube, nach einer Zeit vergisst man, dass ich weiß, wo Norden ist, weil da hinten jetzt das vibriert, sondern ich weiß einfach, dass da Norden ist. Das ist, glaube ich, wird dann irgendwie unterbewusst und ich glaube, dann wird es zu einem neuen Sinn. Es war noch Moon Rebus auch da, die hat einen Chip hier irgendwo implantiert und die spürt Erdbeben auf der ganzen Welt und tanzt dazu, also performt dazu. Und ihr Freund, die hat die Cyborg Foundation in London gegründet. Das ist ein Typ, den das Namen ich immer vergesse, aber den bestimmt schon viele gesehen haben. Der hat einen Sensor vor, der geht von hier hinten so nach vorne, eigentlich ziemlich genau wie diese Lampe aussieht, sieht das aus. Und
Ja, was ist das? Neil, der synästhetische Sachen wahrnimmt. Ja. Also der hört Farben. Genau. Genau. Ja. Der ist nämlich farbenblind und dieser Sensor macht eben folgendes, hat eine Kamera vorne dran und der detektiert eben die Farben. Und diese spielt er dann akustisch ein, allerdings nicht über ein Ohrpiece, sondern über den Knochen, also durch so ein sogenannter Bone Transducer. Das ist das Ding, was hatte jemand mal so ein Google Glass Dings auf? Wenn man damit telefoniert hat, das hat hier auch den Sound eben direkt in den Knochen quasi rein vibriert. Quasi. Man kennt das vom Zahnarzt, genau. Wenn der bohrt, dann hört man das ziemlich laut. Genauso macht das Ding das auch, spielt aber halt was Schöneres ab als ein Bohrgeräusch. Auf jeden Fall hört er damit eben Farben und er sieht das, glaube ich, mittlerweile wirklich als einen erweiterten Sinn, den er hat, oder einen, naja gut, eigentlich ist er auch ein bisschen ersetzt eben, weil er eben diesen Farbensinn eben nicht normalerweise hat. Und ja, die Behörden sehen das so inzwischen sogar auch so, denn er durfte sich für seinen Personalausweis, da darfst du sonst außer einer Sehhilfe nichts drauf haben. Ja. Der hat aber diese ganze Apparatur in seinem Personalausweis verewigt und hat dafür gefochten, dass die Behörden anerkennen, dass das integraler Bestandteil seiner Person ist. Also der würde das nicht mehr als technische Vorrichtung deklarieren, sondern als Teil seines Körpers. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich glaube, war das vielleicht mal ein Vortrag auf der Falling Walls Conference oder so? Jedenfalls. Aber es gibt auch viele TED Talks von ihm. Genau, TED Talk war das. Der kleidet sich sehr farbenfroh, seit er so war. Genau, das sagt er auch in dem Talk, das fand ich auch witzig. Er kleidet sich nämlich jetzt mittlerweile so, dass es gut klingt. Und das Witzige ist, dass es nicht zwangsläufig gut aussieht. So. Ich würde mal sagen, wir sind an einem spannenden Punkt. Vielleicht verabreden wir uns einfach heute in 2 Jahren, reden wir weiter. Wenn es noch eine kurze Frage ist, würden wir sie rannehmen. Ich will nichts abwürgen, nachdem ich vorhin so dafür geworben habe, dass ihr was sagt. Ja, ganz kurz. Sie haben sich unentwickelt, weil die Umwelt das herausgefordert hat. Wenn es sonst nicht gegeben hätte, hätten wir keine Augen gehabt. Tiere, die in Höhlen leben und nie rauskommen, haben keine Augen. Also Sinne können sich nur entwickeln, wenn wir die Herausforderung dazu irgendwie entwickeln. Denke ich erstmal. Die zweite Sache ist für mich sehr interessant, ob man dann vielleicht die Realität und virtuelle Realität so kombinieren kann, dass man beides so vermischt, dass es einen Nutzen bringt. Denn dann wird es angenommen. Aber wer definiert den Nutzen? Das ist ja genau. Also Nutzen ist für mich zum Beispiel, wenn ich mit mehreren Leuten von verschiedenen Orten, sage ich mal, als Beispiel auch zu machen, ich möchte nach New York gehen und mir das angucken und wenn gleichzeitig mehrere Leute das wollen und einer aus New York uns dann in dieser virtuellen Welt zusammenbringt und führt. Das ist ein Wahnsinn. Ja? Ich erlebe virtuell eine Realität. Jemand führt mich dort herum mit allen Wirklichkeiten eigentlich, aber alles andere ist virtuell. Das wäre enorm spannend. Also ich würde sehr viel merken. So, das ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo ihr dann alle miteinander ins Gespräch geht und solche Geschäftsmodelle beispielsweise entwickelt. Hier mit der Studentin von der TU zum Beispiel, die genau an solchen Sachen schraubt. Ansonsten kommt jetzt viel zu spät, in der Diskussion haben wir ihn, glaube ich, gar nicht mehr unterbekommen, der Wein ins Spiel, nämlich wenn wir hier fertig sind. Bevor ihr aber alle davonlauft, möchte ich euch erstmal danken für die sehr spannende Diskussion und euch allen fürs Zuhören, denen, die sich vorne eingefunden haben, auch für ihre Fragen. Und möchte sagen, das ist der letzte digitale Salon 2016. Er wird am 18.12. zum Hörsaal morphen auf D-Radio Wissen. Ich kann euch jetzt schon einladen, am 25.01. glaube ich, puzzeln wir einfach an dieses Thema hier dran, auch zu einem guten Teil, in der Akademie der Autodidakten. Das ist dann der nächste Titel. Da geht es um einen Strang, den haben wir jetzt kaum gestreift, bei dir, Anna, noch so am ehesten, um Weiterbildung und Wissensvermittlung online, wo virtuelle Welten ja durchaus auch eine Rolle spielen. Dann würde ich euch aber bitten, noch nicht davon zu laufen, weil ich noch 2 Sachen loswerden möchte. Wir suchen Themen für 2017. Da hinten liegen überall Zettel rum. Auf Facebook fragt das HEG danach, wenn ihr denkt, warum reden die denn immer über das und das und das und nicht über mein super Thema, dann schreibt es uns doch einfach. Dann steigen auf jeden Fall die Chancen, dass das hier realisiert wird. Und dann wollte ich, weil wir ja schon fast in der Weihnachtszeit sind, endlich mal, was ich schon lange tun wollte, dem Team danken, das hier hinter den Kulissen alles stemmt, als da wären
Lydia, Larissa, Christine, Mareike, Ben, Johannes, Florian, Stefan, Steffen, Jana, Merlin, Karina und bestimmt noch mal genauso viele, die ich jetzt vergessen habe. Vielen Dank euch und jetzt allen dann das schon in der Vorrede angeklungene Prost. Macht's gut.